Hier ist auch noch ein Zucker. Aves Mingo passt hier natürlich nicht rein. Grr. Grr. Ich muss durch mein System wieder besser durchblicken. So, und irgendwo hatten wir hier eine Zeppelin-Kiste angefangen. Kann man mal ein bisschen auffüllen. So. Okay, nächster Planet. Hätte ich ja wieder vorher hinfliegen können. Alien Plant Life. Es sollen ja auch die Fleischplaneten zurückgekommen sein. Also die, wo dann dieses ganze, diese ganzen Fleischblöcke sind und dieses Blut- und Eiterblöcke und diese Fleischbäume. Das war ja so widerlich. Ist schön, dass es wieder da ist, gell? Da freut man sich. Hier ist man zu Hause. Okay. Ich weiß, dass ich hier irgendwo noch ein bisschen von dem Dreck einsortiert hatte. Ja, die Blütenblätter kommen hier hin. Kaffee? Gut. Okay, wieder auf ins Abenteuer, liebe Freunde. Mein Auge zuckt schon vor lauter Vorfreude, was wir da Neues sehen können. Und ich hoffe, dass wir diesmal auch wirklich was finden. Naja, wir haben hier auf jeden Fall schon mal sowas. Das war eine Giftwolke. Ich habe erstmal gedacht, grün, was für ein Effekt könnte das sein? Und dann war es auch schon soweit, der arme Weihe. Aber zum Glück hat er ja Filter und hat jetzt so einen Eva-Anzug wie der Gordon Freeman. Behaupte ich einfach mal. Was da wieder behauptet? Ich wäre froh, wenn ich sowas hätte. Ja, dann müsstest du ständig Medkits nehmen. Guck mal, das kennen wir doch. Die altbekannten Floraner-Stationen. Ich würde sagen, da gehen wir einfach mal vorbei, weil wir das meiste schon kennen. Noch schon gesammelt haben. Natürlich offenen Blickes, ob da doch was Neues ist, aber sieht nicht so aus. Nö. Gehen wir einfach mal oben weiter, weil ewig dasselbe auszuplündern macht auch keinen Sinn. Was haben wir hier? Sieht eher aus wie ein Triple. Oder bei Commander Keen 3, da gab es so kleine gelbe, schreckhafte Dinge, die dann einfach weggerannt sind. Und wenn man sie berührt hat, hatten sie wohl so viel Schiss, dass sie geplatzt sind. So ein bisschen sieht das aus, aber irgendwie auch total niedlich. Was sagt er dazu? Ein Alien-Busch, ja. Nothing of interest here, okay. Das kennen wir noch nicht. Ein Labor, wer ist da? Da wird bestimmt feindselig sein, oder? Ach, das sind zwei, die haben sich gestapelt, die Schweine. Ich gehe stark davon aus, dass sie uns angreifen, deswegen mal kurz hochheilen. Nett, ihre Bekanntschaft zu machen, schön sie zu mieten. Hallo? Hallo? Freunde? 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 Es sind Freunde. Das sind Freunde! Toll! Ihr seid kleine Forscher, hä? Ich nehme mal bitte so ein bisschen was von eurer Einrichtung mit. Ein Symbiot im Glas, sowas wollte ich schon immer haben. Ich habe nicht gewusst, dass ich es haben wollte, aber ich will es haben. Ach, wie toll ist das denn? Und das nehme ich auch mal mit. Ja. Auf Wiedersehen. Möge es euch noch gut gehen. Freundliche NPCs, dass ich sowas auch mal wieder sehe. Hätte ich nicht mehr damit gerechnet. Finde ich schön. Okay, also das war auch eins der neuen Micro-Dungeons. Was zum Fick? Du siehst ja fast so aus wie dieses eine Pokémon. Na, solange du jetzt nicht explodierst. Das sieht fast aus wie ein Fragezeichen. Der Fragezeichenfelsen, hä? Oh, großer Fels, weise uns den Weg nach links. Auch die unterirdischen Hintergründe sollen besser geworden sein. Was haben wir denn hier? Ich weiß, das gab's früher schon mal, aber das habe ich irgendwie bei meinem Spieldurchlauf nie angetroffen. Aber beim Kronk und beim Turbinator habe ich das mal gesehen. Sind das nicht auch Floraner oder sowas? Der sagt mir nicht, was die Kreaturen sind. Der sagt mir nur, was für Steine das sind. Schön, haben wir es hier gesehen. Beute? Naja, brauchbar. Nicht außergewöhnlich. Ball and Chain, auch schön. Jetzt finden wir einfach so Diamanten hier. Augenbett, okay. Hat man diese Säulen schon? Hat man diese Türen schon? Die können neu sein. Ach, die Säulen, das sind Blöcke. Bitte von den Blöcken, da möchte ich ganz viele haben. Und das hier, das sind einfach nur, ja, okay, das sind Metal Bars. Nehme ich trotzdem mal mit. Wer weiß, wann wir sie gebrauchen können. Hier die Treppe und ja, die Kupfertreppe vor allem. Und die Türen. Alles gehört mir! Aber dafür musst du auch damit bauen. Wer weiß, wo wir es gebrauchen können. Bei der Raumstation auf jeden Fall. Da können wir bestimmt auch ein bisschen mit Kupfer und Stahl und Eisen arbeiten.
Die müssen wir auch unbedingt weitermachen in absehbarer Zeit. Aber erstmal, also im Moment schlägt wieder mein Forscherherz höher. Ich will das jetzt alles sehen. Ich hatte sogar vorhin, kurz vor der Aufnahme, ich hatte so dieses richtige Kribbeln im Bauch. Kennt ihr ja dieses Gefühl? Also ich bin mir sicher, dass ihr es kennt. Die meisten Menschen sollten es kennen. Außer Weltraumqualle oder was? Auf Wiedersehen! Die meisten Menschen dürften dieses Gefühl kennen. Halt diese verhaltene, schöne Vorfreude irgendwie. Einfach dieser freudige Drang, etwas zu machen. Und ich glaube, wir werden natürlich in dieser einen Aufnahmesitzung... Ich habe mir gedacht, ach komm, machst du erstmal nur 3 Folgen, falls nochmal ein Patch zwischen reinkommt. Und jetzt bin ich auch schon wieder bei der 4. Wenn ich noch ein bisschen weitermache, sogar bei der 5. Ich bin jetzt halt voll drin. Aber komm, das muss jetzt einfach auch mal sein. Ich habe so lange rausgezögert, ich habe mich so lange am Riemen gerissen. Weil der Impuls wäre schon da gewesen, aus Neugier gleich mal reinzugucken. Eine doppelköpfige Schnecke oder was? Schade, dass man zu denen keine Beschreibung kriegt. Fände ich auch als mal ganz lustig. Hallo, auf Wiedersehen. Aber wie gory das Spiel ist, ne? Jetzt steigt die Altersfreigabe. Ach nee, komm, das ist ein bisschen Pixel... Oh, und ich renne auch noch direkt rein, was soll's. Ich habe die Kiste gesehen. Der Schild, nee, den können wir ja verkaufen. Ach, da muss ich mich auch erst dran gewöhnen, dass man jetzt alles verchecken kann. Ups. So kann man auch Löcher graben. Haben wir denn jetzt den Rasen gesprengt? Nee, da war ja kein Gras. Boah, was war denn das für ein starkes Gift? Das hat ja weit fast dahin gerafft. Ja, hat sich echt scheiße angefühlt. Also pass bitte das nächste Mal besser auf, wo du mich hinschickst. Ja, hey, ich gebe dir nur die Koordinaten. Du latschst dann selbst hin. Ah, verdammte Scheiße. Wir sollten echt nochmal über die Arbeitsverteilung reden. Also ich find's im Moment ganz okay. Wie wär's? Ich schick dich mal auf den Planeten runter und du machst hier die ganze Scheiße. Dann geb ich dir nämlich mal die Koordinaten durch und dann darfst du mal gucken, was da so abgeht und wie sich das alles so anfühlt. Dann siehst du mal, wie anstrengend das ist. Weil ich weiß nicht, du hast mehr Erfahrung im Universum. Ich weiß wirklich nicht, ob das so ratsam wäre, mich dann runterzuschicken. Weil ich habe auch keines dieser Klongeräte. Ach was, du kannst meins nutzen. Jetzt steck mal nicht deinen Schwanz so weg, falls du überhaupt einen hast. Wyatt, achte auf deine Sprache. Und außerdem, also eigentlich müsste ich dir ja vom Intellekt wirklich heftigst überlegen sein. Into was? Du bist mir niemals überlegen. Ich bin viel stärker als du. Ja, Intellekt, da geht's auch nicht um Stärke. Ach du immer mit deinen beschissenen Fremdworten. Du bist ein europäischer Schlappschwanz. Du würdest dich das doch niemals trauen. Also, Wyatt, das würde ich jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt so einen Anzug hätte und vielleicht auch so eine künstliche Intelligenz und so einen Klonteil. Ich denke, das Sterben ist zwar nicht sehr angenehm, aber dir zeige ich es doch alle mal. Ich bin 1000-mal vorsichtiger. Und geh einfach intelligenter vor. Dann beweise es mit deinem Institution Vorgehen. Das kannst du gerne mal machen. Wyatt, die Wette gilt. Wenn ich gewinne, wenn ich hier das packe, wenn ich mal an deiner Stelle unterwegs bin, dann musst du aufhören, mich zu beleidigen. Für immer oder was? Bist du bescheuert? Das geht doch gar nicht, das kriege ich niemals hin. Doch, natürlich kannst du das hinkriegen, aber nicht für immer, sagen wir mal, für 5 Folgen. Dir ist schon klar, dass das ziemlich schwierig ist, weil du immer so viel Scheiße baust. Na, wir werden ja mal sehen, wer besser durch die Sterne kommt, ohne dabei drauf zu gehen. Ja, sobald ich meinen eigenen Anzug und meine Klonmaschine habe, schauen wir mal. Und leider hat der Planet uns auch nichts gebracht, aber wir können ja gleich weiterfliegen. Weiterfliegen? Ah. Wie immer muss ein klein wenig Schrott abgelegt werden. Ein klein wenig. Aber falls du mich dann doch beleidigst, in einer der 5 Folgen, ja, dann müssen wir uns überlegen, mit was du haften musst. Haften? Ich bin doch kein Kleber. Ja, wenigstens die Metapher hast du ein bisschen verstanden. Gut, Alien Plant Life machen wir gleich nochmal. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass es diesmal aufregender wird als eben. Und jetzt meinst du, da finden wir was? Ja, vielleicht. Auf den vorigen Planeten haben wir ja schon ein bisschen was gefunden, aber das reicht mir noch lange nicht. Es würde mich jetzt natürlich interessieren, ob es vielleicht auch ein paar neue größere Biome gibt. Oder Gebäude, vielleicht irgendwie noch eine andere Art riesiger Burg oder so. Was ich auch geil fände, was sich aber bestimmt Chucklefish auch schon irgendwie gedacht haben, es gibt doch diese ganzen riesigen Pflanzen, diese ganzen riesigen Blumen. Dass man daraus irgendwie mal eine Stadt macht, also so quasi so eine Baumstadt. Und dann alles über so kleine Holzblattförmchen verbunden und da leben dann wahrscheinlich Floraner.
Oder eine neue Spezies, vielleicht auch so ein paar NPCs. Da kann man dann auch Moosholz kriegen. Voll die Idee. Nein, ernsthaft, so ein bisschen bemoostes Holz könnte ich mir auch für den Hintergrund ganz nett vorstellen. Wenn man irgendwie so ein naturbelassenes Gebäude bastelt. Warum nicht? Und natürlich könnte man da alle möglichen kleinen Dekopflanzenobjekte unterbringen. So, da unten lege ich jetzt mal die Waffen ab, die ich auf jeden Fall später verkaufen will. Die sind ja alle nicht so der Bringer. Dann habe ich da schon mal eine kleine Vorsortierung gemacht. Corrosive Gun. Können wir damit jetzt Säure versprühen oder was? Und wenn ja, was bringt es uns, außer dass wir Säure versprühen? Widow Pelter, das ist unsere aktuelle Waffe, ne? Was? Okay, ein komisches Geräusch dafür, dass das so eine Art Säure wohl sein soll. Fluffy, fang! Fluffy mag das. Fluffy ist ja selbst ein bisschen säureartig. Okay, aus Sammlergründen legen wir das mal ab. Das kommt noch rein, das kommt noch rein. Peeping Blocker, hatten wir sowas schon? Ich glaube nicht. Das Rezept hatten wir scheinbar auch noch nicht. Himmel, Herrgott, Sakra! Und wo sind jetzt die Module hingekommen? Oh, die muss ich jetzt hier irgendwo wieder finden. Die haben irgendwo eine Lücke ausgefüllt, die wollte ich aber eigentlich da unten haben, weil wir die vielleicht brauchen demnächst. Ah, Leute, ich bin blind, es tut mir leid, das sind so viele kleine Symbole. Selber schuld, wenn du so eine große Kiste nimmst. Bei Castor und Pollux, wo habe ich das denn jetzt hingelegt? Ich werde es irgendwann wieder finden. Tut mir leid, habe ich jetzt total verpeilt, wo das ist. So, Diamanten hatten wir nicht in dieser Kiste, hatten wir in dieser. Okay. Korrosive Granaten. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, die Laternen hier abzulegen. Wobei ich die ja vielleicht an der Ranch noch verwenden wollte, aber dann hole ich sie mir einfach wieder raus aus der Kiste. Du warst dann bestimmt hier drin? Nein? Nein? Okay. Und daran denken, nachher alles einscannen. Jetzt mal kurz, ihr könnt noch hier hin. Jetzt lasse ich es gut sein. Wir sind ja am neuen Planeten. Okay, da brauchen wir keinen neuen Anzug. Ich habe kurz nochmal überlegt. Aber wir haben ja eh den strahlungsresistenten Anzug. So, natürlich erstmal wieder die Fahne hinstellen. Geil! Geil! Der Pixelspender. Wie geil ist das denn? So stelle ich mir einen Spielautomaten vor, an dem man wirklich mal was gewinnt. Habe ich so jetzt bisher noch nicht erlebt, dass da wirklich mal einer Geld ausspuckt. Meinem ganzen Leben noch nie gesehen, außer in Hollywood, also in den ganzen Filmen. Ah, das allsehende Auge. Da geht's hin, meine Hoffnung, dass ich wenigstens noch in Ruhe kacken könnte. Bitte lass uns hier noch was Tolles Neues finden. Oh, da ein Gefängnis. Das ist dann für den YouTube-Kanal, für die Aufnahme ist das neu. Privat habe ich die schon öfter gefunden. Ja, ich sage immer privat. Ich spiele das gerade privat. Ja, also, das sind halt die Sachen, die ich nicht aufzeichne. Die ich gerade ausprobiere oder mal wieder rausgekramt hat. Einfach alles, was ich so zum Spaß nebenher spiele. Und YouTube, naja, natürlich ist das auch irgendwie privat. Aber ich lade es ja hoch, damit es jeder sehen kann. Ah, okay, das sind wirklich Forscher, die wollen wohl irgendwie neue Medizin entwickeln und so. Finde ich interessant, aber der ist ja ganz allein, der Arme. Stell dich das mal vor, allein ausgesetzt hier auf einem fremdartigen Planeten. Den ganzen Tag über in dem Hazmat-Suit. Und ihr habt noch nicht mal ein Bett da drin. Noch nicht mal ein Klo zum Kacken. Stellt euch das mal vor. Ich glaube, das muss ich Chucklefish schreiben. Gebt dem armen Typ im Anzug doch ein Klo zum Kacken. Oder wird das alles recycelt? Oh, das wäre ja dann noch schlimmer. Dann isst er den Scheiß am Ende noch. Den Scheiß, ja. Oh Gott, die Armen. Nee, also der tut mir leid. Den würde ich fast mitnehmen. Echt nicht. Ist meine Space-Base, der kommt mir nicht rein. Und wer weiß, wie viel Scheiße schon durch seinen Anzug geflossen ist. Oder durch seinen Mund. Was? Es schießt mit explodierenden Silberglühbirnen? Okay. Auf diesem Planeten lohnt sich das natürlich wesentlich mehr, weil man die viel leichter aus dem Boden kriegt. Da werde ich nicht motzen. Warum wackelt der ganze Baum bloß, weil ich eine Blüte hier antick? Und dann bricht auch nur oben ein Teil ab, okay. Alien Fruit Jam? Wir können jetzt außerirdische Fruchtkonfitüre herstellen, weil wir beim Baum was abgehackt haben? What? Ja, also echt Weltraumkonfitüre? Was haben die wieder geraucht? Da braucht man so einen Baum dazu? Ist das neu oder mit Perwoll gewaschen?
Also der Werbespruch, der ist schon eingestaubt und hat einen Bart. Wäre es ein Lebewesen, wäre er tot gewesen. Aber mal wieder schamlos die Frage an euch, kennt ihr die Werbung? Ach, sieh mal an, der Wissenschaftler hat doch einen Kumpel, aber eine Station weiter eben erst. Hoffen wir, dass in den Anzügen ein Funkgerät verbaut ist. Okay, der will auch neue Medizin erforschen. Oh nein, es spuckt rein mit Säureklumpen. Wyatt, was für ein Glück trägst du die Rüstung. Ja, finde ich auch, weil ohne... Also ich muss mir eben das Visier abwischen und so ein bisschen. Aber immerhin, der ganze Track ist runter. Hm, netter Nebeneffekt. Aber wenn du ja ein bisschen auf Sauberkeit achten würdest, dann hättest du den Anzug auch einfach mal gewaschen. Hey, ich merke auf jeden Fall, wenn ich nichts mehr durch das Visier sehe. Naja, muss ja noch genug gewesen sein, weil vorhin ging es ja auch noch. Aber ich glaube, so die Grundzüge der Hygiene könntest du dir langsam mal angewöhnen. Das sehe ich. Neues Micro-Dungeon, hä? Ich will auch so ein Stroboskop. Broken Display Light. Damit kann man bestimmt auch super Atmosphäre erzeugen, wenn man irgendwo, keine Ahnung, sich eine Weltraumstation baut, wo dann irgendwie ein abgeschotteter Bereich ist, weil da mal die Aliens ausgebrochen sind oder ein total tödlicher Keim sich drin rumtreibt oder so. Da ist doch sowas ideal. Also, hier habt ihr es zuerst gehört, erzählt's weiter. Vertical Rusted Girder, sowas hat man doch aber bestimmt schon mal, weil die gibt's doch schon lange. Ich finde es toll, wie das jetzt auch hier durchleuchtet, wo die Funken hier runterkommen. Das ist doch mal wieder romantisch. Ich liebe dieses Spiel. Es tut mir leid, ich liebe dieses Spiel. Das hat einfach solche Momente. Es ist nur Pixelgrafik, aber du hockst da und denkst dir, geil. Und ich hoffe, es bleibt so und wird immer weiterentwickelt. Ich meine, die Fans, die können ja allein schon eigentlich bald komplette eigene Missionen machen und so weiter. Bei der neuen Version ist jetzt, glaube ich, auch sowas wie ein Map-Editor oder sowas mitbekommen. Allerdings, ich habe versucht, den zu starten, da ist nichts passiert. Vielleicht braucht man da noch ein anderes Tool dazu oder keine Ahnung, wie der funktioniert. Ob das jetzt dieser Level-Editor ist, den sie mal angesprochen haben. Weil sie haben ja gesagt, sie machen einen offiziellen Welten-Editor und den bringen sie auch irgendwann für die Fans raus. Oh, Bossmonster. Ja klar, Seifenblasen, die müssen ziemlich hart sein. Ich bin härter. Und eine tolle Waffe. Da es ein Boss war, musste toll sein. Oder auch nicht. Ist ja scheiße langsam und macht weniger Schaden als ihr... Naja. Okay, ist nur ein riskanter Planet. Warum motze ich eigentlich? Ach, diese schöne... Diese Nachtatmosphäre und dann die beruhigende Musik dazu. Das ist doch herrlich. Nehmen wir mit. Ja, jetzt musste ich wirklich mal innehalten, mal eine Weile die Klappe halten. Sollte ich vielleicht eh viel öfter tun. Weil ich mich gerade auch beim Sprechen immer so überschlage. Zumindest, wenn mir wirklich was auf der Seele brennt. Wenn ich irgendeinen Kommentar loswerden muss, wenn ich irgendwas Tolles sehe, dann geht's sofort los und manchmal kriege ich noch nicht mal die Worte zu Ende. Boah, ihr glaubt nicht, wie sehr das jetzt beruhigt. Oder es liegt am Schmerzmittel, das ich genommen habe. Na, die nächste Folge ist schon wieder im Kasten. Dann sind wir jetzt schon bei der 6. Oder? Ja, wir sind bei der 6. Folge. Boah, mal gucken, wie lange ich es noch mache. Vielleicht zwinge ich mir halt auch eine kleine Pause auf. Aber ich hoffe doch, dass es bald schon weitergeht. Nanu? Eine andere Art Labor? Ach, da hat er so ein Viech. Und doch, wie schön. Und das hier ist normaler Boden. Entschuldigung, ich muss mal an ihre Kiste ran. Was habe ich jetzt hier gefunden? Optik Nerf Shirt? Aus optischem Fleisch? What? Was zur Hölle ist optisches? Hä? Ist das hier so ein bisschen Avatar-mäßig oder wie? Dass man sich das an den Kopf hängt und dann kann man es überall reinstecken und dann weiß man, wie es dem Viech geht? Oder warum es bei Kabel Deutschland gerade mal wieder nicht läuft? Ja, wahrscheinlich, weil der Kevin, der gerne Internet macht, irgendwas verbockt hat. Diese Folge endet mal in einem ganz friedlichen Endscreen. Es freut mich, dass wir jetzt wenigstens ein paar der ersten neuen Gebäude sehen konnten.
Und gerade bei diesen Anzugsmännern könnte ich mir es vorstellen, dass die vielleicht das ein oder andere schöne Quest mitbringen, wenn denn der zufällige Quest-Generator in Anführungsstrichen dann veröffentlicht wird. Natürlich wird auch beim nächsten Mal wieder ganz wild weiter erforscht. Ich hoffe, dass wir noch viel mehr von dem neuen Content zu sehen bekommen. Und dann müssen wir ja auch irgendwann wieder an unserer Ranch und an unserer Weltraumbasis weiterbauen. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht, / etwas entspannt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Wyatts Abenteuer zusammen mit Kommentatoren-Moderatoren-Typ. Schachtelwörter sind schön.